Denn selbst am letzten Abend sind diese Kinder hier nicht zu stoppen. Sie haben gestern Abend gegen 8 Uhr eine Aufgabe bekommen, und zwar, nachdem sie am Abend vorher in der Bionik-Ausstellung waren, gesehen haben, dass aus unförmigen Fischen schnelle Autos werden. Hier haben wir ihnen diese Aufgabe auch gestellt. Wir haben unförmige Tetrapacks ausgeliefert. Die Aufgabe stellt, daraus schnelle Autos zu bauen. Und das hat dieses Jahr ganz hervorragend geklappt. Also ich bin ganz begeistert, wie gut die Kinder noch gearbeitet haben, bis spät um 10 und haben in 2 Stunden, ich glaube, fast alle Gruppen ein fahrtüchtiges Auto bekommen. Wir sind also ganz gespannt, wie weit diese Autos gleich fahren werden. Wir sehen hier schon ein paar aufgestellt. Ich werde gleich die Gruppen aufrufen. Wir werden in 3 Startgruppen vorne starten. Hier vorne auf der Bühne ist eine Startlinie. Die Autos werden in die Richtung fahren und gewinnen wird am Ende das Auto, was insgesamt am weitesten gefahren ist. Alles in der Natur, was schnell, leicht und stabil ist, ist hohl. Wir werden mal sehen, was dabei rumkommt. Okay, die erste Startgruppe besteht aus den folgenden Autos. Start Nummer 1, das Auto, oh Gott, Fili Kahula. Nummer 2, das Speedcar. Nummer 3, Loser 234. Und Nummer 4, mit hoffentlich etwas mehr Erfolg als sein Artgenosse eben, der Hai. So, und ich frage dann jetzt nach, es sieht so aus, als wenn die Autos am Start alle bereit sind. Seid ihr fertig? Ja, einige sind sich noch nicht ganz sicher, wie rum ihr Auto fahren soll. Okay, da hinten am letzten Auto. Ihr seid klar? Alle soweit? Auf die Plätze, fertig, los! Ja! Also, alle Autos haben sich bewegt. Und die Schrottkarre, bitte. Sie sehen da vorne die Markierung, auch auf dem Video, wo das Auto, wo also die Bestmarke im Moment steht. Wir wollen mal schauen, wie weit es geht. Ich zähle erst 3 Autos, dann kann es 4. So, bereite bitte die Autos vor. Alle fertig? Okay. Auf die Plätze, fertig, los! Boah! Hey. Also das war ja ganz besonders gelungen. Orangina, super Sache. Die nächste Startgruppe, Nummer 9. Ruf Comfort DT. Entenmobil 3000 und aufgemotzter Wagen 122. Alle bereit? Okay, dann sage ich. Auf die Plätze, fertig, los! Oh. Ja, da hinten wird noch weit gefahren, aber leider ist noch aus der Bahn geschlagen, sodass die Bestweite von Orangina stehen bleibt.